Gut, dann, damit nicht noch mehr Zeit vergeht, bitte, bitte einen großen Applaus für den wunderbaren Versein und seinen Autismusvortrag. Ja, normalerweise muss ich immer erklären, wie Meltdown aussieht. Jetzt hatte ich den einfach davor passiert. Kurzer Hintergrund, warum das jetzt sich ein bisschen verzögert hat und warum ich auch gerade so etwas unruhig bin. Unruhiger als sonst, wenn ich Vorträge mache. Das lag einfach daran, eigentlich hatte ich, oder ich war zumindest der Meinung, dass ich abgesprochen hatte, dass ich hier mit einem Headset sprechen kann, weil dann hätte ich beide Hände frei. Jetzt habe ich halt nur eine Hand frei und muss halt gucken, dass ich hier irgendwie in dieses Mikrofon reinspreche. Oder ich spreche in das. Oder es klingt anders. Das ist ja noch furchtbarer. Na gut, das ist alles irgendwie gerade nicht so, wie ich mir das irgendwie vorgestellt hatte, weil jetzt kann ich nicht beide Hände nehmen zum Reden. Das ist irgendwie alles etwas komisch. So, ja, Autismus mehr als nur zu viele Reize. Manchmal haben wir auch zu viele Emotionen und wenn die raus müssen, dann kommt halt zu Meltdowns. Ich guck mal, dass ich jetzt den Vortrag ja irgendwie so ein bisschen über die Reihe bringe. Also wie gesagt, das war jetzt kurzer Kontext halt. Die hier ganz zu Anfang da waren, haben gesehen, dass ich hier vielleicht auf dem Tisch saß und auf den Tisch gehauen habe und total unruhig war. Dann habt ihr vielleicht gesehen, dass hier auf einmal eine Person auftaucht, ich zu dieser Person bin. Dann habt ihr vielleicht gesehen, dass ich raus bin und dann habt ihr da draußen vielleicht irgendwelche Schreie gehört. Die Schreie, die ihr da draußen gehört habt, das war denn der Meltdown. So, und jetzt war dann halt hin und her, was mache ich jetzt? Und ich habe dann entschieden, ja, ich ziehe das Ding jetzt hier irgendwie durch. Weil, warum auch nicht? Kann man ja auch mal so machen. Wer bin ich? Fairsein auf Twitter. Das ist mein Nickname, der ist irgendwann mal in irgendwelchen Webchats in den frühen 2000ern entstanden. Und Nicknames zeichnen sich immer irgendwie dadurch aus, dass man sie nicht ändert. Deswegen ist er da halt. Ja, mein erster Kongress war der 30C3. Meine Autismusdiagnose offiziell habe ich seit 2016. Der Grund dafür war der Kongress Ende 2015, weil da hat mich die gute Sam Becker quasi so ein bisschen in die Richtung geschoben. Ich glaube, seit 2009 hatte ich eine Verdachtsdiagnose auf High-Functioning Autismus und die Diagnose, die ich bekommen habe, war atypischer Autismus mit dem schönen auf dem Zettel steht aber der ICD-10-Code für atypischer Autismus drauf und dahinter Asperger-Autismus. Das sind halt so NTs, die machen halt Fehler. ansonsten bin ich Mitglied und einer der Leitungspersonen, ich habe kein schöneres Wort dafür gefunden, von C3 Audi, weil gegründet habe ich es nicht und alleine mache ich es auch nicht mehr. Und ja, eigentlich ein blödes Wort, aber mir fällt kein besseres ein. Ja, und ich mache nicht nur Vorträge, ich labe auch in dieses komische Internet. Der wichtigste Podcast zu diesem Vortrag, ich bin überhaupt nicht nervös, ist die autistische Wahrnehmungen. Und ansonsten mache ich auch noch den Hör doch mal zu Podcast, da rede ich einfach nur so Zeug, weil man muss ja nicht immer nur zu Autismus Dinge sagen. Autismus angeboren und definitiv nicht heilbar, weil warum? Wir denken halt nur anders, wir sind nicht krank. Laut ICD-10 klassifiziert als tiefgreifende Entwicklungsstörung, entdeckt von Hans Asperger und Leo Kanner, mehr oder weniger parallel. Da kann man dann auch mal so ein bisschen gucken, sowas, ja. Leo Kanner war Schüler von Hans Asperger und musste dann aus Gründen, dass er Jude war, aus Wien in die USA flüchten und hat dann dort halt eine andere Definition gefunden. Letztendlich ist es so, dass Leo Kanner, dadurch, dass er eine andere Vermutung hat, wo es herkam, sicherlich das Bild von Autisten lange Zeit nicht so gut geprägt hat. Ich weiß nicht, ob euch der Begriff Kühlschrankmütter was sagt. Dafür ist Leo Kanner verantwortlich. Der hatte so als Ursache so, ja, das sind die Mütter, die keine Bindungsstörung zu den Kindern haben. Ist Bullshit, aber das hatte der vermutet. Wo kommt das her? Das ist unklar. Und ich glaube, wer mehr darüber wissen will, könnte sich den Vortrag danach anhören noch.
da geht es um sowas, habe ich mir sagen lassen. Mit der habe ich auch kurz gesprochen schon im Vorfeld. Bin ich mal gespannt. Wer ein Forschungsprojekt sucht oder irgendwas mal machen will, Autismus ist meiner Meinung nach mehr oder weniger unerforscht. Da kann man noch ganz, ganz viel machen. Kommen wir zu dem, was veraltet ist, der ICD-10. Da gibt es noch eine Einteilung, frühkindlicher Autismus F84.0, atypischer Autismus F84.1 und Asperger Autismus F84.5. Jetzt gucke ich mal, ob ich eine Maus habe. Habe ich hier eine Maus? Sieht man die? Sieht man da eine Maus? Ich habe hier eine Maus, aber da nicht. Na gut, dann machen wir das mit. Nö, ich zeige das jetzt trotzdem. Weil ich bin auf dem Easter Egg bin ich auch so schön und habe mich gereckt. Das kann ich ja auch machen. Ja, das ist hier so ein Spektrum und wir sprechen heute auch von einem Autismus-Spektrum. Das Spektrum reicht bis hier hinten. Und das sind keine Autisten mehr, das sind die neurotypischen. Und hier irgendwo auf dem Spektrum, wir sagen immer Menschen im Spektrum, hier irgendwo liegen die ADSler und ADHSler. Der Strich, der kann auch woanders sein. Das ist ein bisschen, die sind willkürlich gesetzt und ja, unmaßstäblich verzerrt, sagt man bei sowas gerne. Der Strich deutet so an, da beginnt so das Asperger hochfunktionale Ding und da ist der frühkindliche, wenn man nach dem ICD-10 geht. Der ICD-10 ist veraltet und jetzt kommen wir zum BER unter den Diagnoseschlüsseln. Das war der OH aus dem letzten Vortrag, deswegen bringe ich den nochmal, ich finde den toll. ICD-10, ja, der soll irgendwann eingeführt werden. Das heißt es, glaube ich, seit 2011 und jetzt heißt es 2019 soll er kommen. Mal gucken, ob er Ende des Jahres da ist. Und die Folie ist tatsächlich neu und da sehen wir, im ICD-11 heißt es immer, ja, wir schaffen die Gruppierung ab, das ist denn alles nur noch eine Diagnose, Autismus-Spektrum-Störung. Nö. Das sieht jetzt aus wie 3. Nee, das sind 6. Weil das ist Autismus-Spektrum-Störung und dann ist es immer entweder mit oder ohne Störung der kognitiven Entwicklung und dann unterteilen wir nochmal in mit milderer oder ohne sprachliche Beeinträchtigung der funktionalen Sprache, mit Beeinträchtigung der funktionalen Sprache und dem Fehlen der funktionalen Sprache. Ich bin den Vortrag gestern mit jemandem durchgegangen und der meinte, was ist denn funktionale Sprache? Ich so, ja, muss ich mal googeln. Ich habe nichts gefunden, so wirklich. Nee, wirklich, steht nirgendwo. Man hätte vielleicht auf Englisch gucken können, dann hätte man was gefunden, aber hey, das fällt mir jetzt ein. Mein Gehirn ist super. Funktionale Sprache, ich vermute, dass damit gemeint ist, sich sinnvoll ausdrücken zu können. Das heißt, sowohl gesprochene Sprache als auch Talker, als auch Gebärdensprache und, und. Es gibt ganz viele Autisten, wo wir wissen, die können reden, die auch sprachentwicklungstheoretisch anfangen zu reden und das Reden dann nach 1-2 Jahren wieder komplett einstellen und teilweise dann auch wirklich anfangen, wirklich mit Gebärden zu sprechen. Also es gibt einen Blog, kann ich sehr empfehlen, Ella's Blog, der ist von der Mutter, von einem frühkindlichen Autisten, wo ich auch sehr viel gelernt habe, wo halt zum Beispiel auch drin steht, dass es, ja, ihr Gehörnchen, mach weiter. Was denn? Händchen, halt die Klappe. Entschuldigung, Händchen wollte auch mal was sagen. Ich weiß nicht, wo ich war und ich war gerade in einem Meltdown und deswegen mache ich weiter. Ich bin so super, ich sag dazu nichts. Ich soll mich nicht selber kommentieren, meinten mal Menschen. Reizfilterschwäche. Kommen wir zur Reizfilterschwäche. Autisten nehmen immer alles wahr. Es wäre total cool, wenn wir die Tür zumachen, weil da hinten auf der Bank sitzt jemand und ich sehe den gerade die ganze Zeit. Dankeschön. ja, das ist immer, und da ist ein roter Punkt auf der Kamera. Da ist eine Winkelkatze. Oh, ein Eichhörnchen. Das kennen die ADHSler, das haben wir Autisten auch. Ich mache das immer so, wenn ich in so einem Raum bin, dann weise ich Leute auf was hin und die sehen das. Ich sehe da übrigens ein Notausgangsschild, das ist auch total toll. Ich sehe immer alles. Was bei mir total komplex ist, ist das Hören. Ich höre immer alles.
Das ist total furchtbar und nervig, weil eine Bahn mit Leuten ist total nervig. Ich habe Hochfrequenz, also ich höre sehr viel dieses Grundrauschen, was normale Menschen einfach ausblenden, höre ich alles. Das gibt es aber auch mit Sehen, das gibt es mit Riechen, da habe ich es nicht. Und das gibt es auch mit Fühlen. Und in der Regel ist die Wahrnehmung fast immer zu stark. Jetzt habe ich von Reizfilterschwäche gesprochen und dass die Wahrnehmung immer zu stark ist. Jetzt werfe ich das wieder um. Nee, es gibt gar keine Reizfilterschwäche. Jetzt endlich ist eine Reizfilterstörung im psychologischen Sinne gemeint. Das ist nicht negativ oder wertend gemeint, sondern halt einfach nur rein deskriptiv. Natürlich sind in sämtlichen Bereichen oder auch in allen Bereichen Hyposensibilität möglich. Nette Anekdote vom letzten Kongress. Erstes Auti-Meetup, so alle Autisten treffen sich. Ich fange so an, ja, Autismus, Reizfilterschwäche, einer meldet sich. Ich habe die Diagnose, aber ich habe das alles nicht. Ich fahre liebend gerne auf Wacken, das ist das Geilste, was es für mich gibt. Ich so, okay, wieder was gelernt. Viele Bereiche sind da möglich. Temperaturen, Schmerz. Dadurch muss das Gehirn sehr viel verarbeiten. Und ja, jetzt kommen wir zu einer Folie, die durch ein Gespräch mit einer ganz netten Autistin vorgestern, in diese Sache reingearbeitet wurde. Deswegen passt sie da nicht so ganz, aber man muss sie ja irgendwo immer unterbringen. Und da ist es, wie ist denn das eigentlich mit der Nähe? Und wir waren so im Gespräch und irgendwie kamen wir denn darauf und sie meinte irgendwann dann so, naja, ich kuschel ja gar nicht, dann kann ich ja gar keine Autistin sein. Und ich gucke sie so an und sage so, was? Hä? Nee, das ist Bullshit. Das ist so ein Stereotyp, weil wir sagen immer so, nee, Berührungen können wir nicht ab. Und damit meinen wir diese sanften Berührungen. Jeder kennt das, wenn so neben euch in der Bahn einer sitzt, der irgendwie eine weite Bluse anhat und die dann euch irgendwie über die Haut fährt. Das ist furchtbar. Oder manche mögen das auch überhaupt nicht mit der Hand guten Tag sagen, weil das so... Aber ich kenne ganz viele Autisten, gerade wenn sie sich mögen, die kuscheln oder knuddeln oder sich umarmen. Also ich habe jemanden, wenn ich den treffe, da freue ich mich schon Tage vorher drauf, weil ich weiß, oh, endlich mal wieder jemand, der mich so richtig doll festdrückt. So, also ich glaube, das ist so, ja. Bei mir ist es so, schwache Berührung mag ich gar nicht und ja, starke Umarmung finde ich total super und da kenne ich noch ein paar andere Autisten, bei denen das auch so ist. Weiß nicht, wie das euch so geht. Kommen wir zu den etwas unschönen Seiten des Autismus. Das sind leider diese Begleiterscheinungen, die wir mitnehmen müssen. Overload, Meltdown und Shutdown. Zum Shutdown hat der Vortrag, wie hieß er, Neues aus der Koboldgruft, irgendwie so mit Tanja und Harburg ganz viel schon gesagt. Ich mache jetzt mal den Overload und den Meltdown ein bisschen ausführlicher. Auch ein sehr interessanter Vortrag, da sieht man auch mal, der Harburg hat eine Bildsprache und er denkt in Bildern. Das heißt, er muss alle Bilder immer übersetzen. Und man merkt immer die Übersetzungsleistung. Bei mir ist es so, ich denke auch in Worten, deswegen rede ich wie ein Wasserfall. So und je mehr ich gerade jetzt angespannt oder nervös bin, desto schneller rede ich auch. Irgendwann überschlage ich mich denn. Mit der Sprache halt, nicht mich selber, das kann ich nicht. Muss man ja dazu sagen, wir haben Autisten im Raum, da muss man sich immer deutlich ausdrücken. Kommen wir zum Overload. Das ist eine sensorische Überlastung. Der Meltdown, das ist so übersetzt Kernschmelze oder meine Freundin sagt immer, nimmt doch deutsche Wörter dafür. Nervenzusammenbruch klingt wohl ganz gut, meint sie. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ich habe mir darüber noch gar keine Meinung gebildet, fällt mir gerade auf. Das sieht von außen aus wie ein Wutausbruch. Als ich noch nicht Autist war, hatte ich das auch so 3-4 Mal die Woche in der Schule. Ich habe dazu immer Weinkrämpfe gesagt. Das trifft es irgendwie auch ganz gut. Und der Shutdown ist dann die Abschaltung oder der totale Rückzug in sich selbst.
Kommen wir zum Overload. Der Overload, der äußert sich weder aggressiv noch in einer völligen Abschaltung. Man stimmt, man fokussiert. Es gibt Leute, die werden dort schon mutistisch. Man wird unruhig, man geht hin und her, man kann keine klaren Entscheidungen mehr treffen. Die Entscheidungen, die man trifft, widersprechen sich ständig. Ja, also man will den Raum verlassen, aber kommt dann doch wieder, sagt, dass man gar nicht sagen will, und nach 3 Minuten sagt man was, dann weiß man, okay, das dauert nicht mehr lange, dann ist er im Meltdown. Passiert. Zum Beispiel, aber auch es gibt andere Anzeichen, und bei jedem ist das anders, und bei jedem ist das so, das ist auch so, wie ich zum Beispiel zu meiner Diagnose oder zu meiner Selbstdiagnose gekommen bin. Ich hatte halt so einen Weinkrampf, und danach meinte irgendwer mal so, das, was du da hast, das haben ganz viele Autisten, und guck mal, es gibt bestimmt Frühwarnzeichen, die du immer wieder hast, kurz bevor du in diese Weinanfälle, in diese Schreianfälle gehst. Wenn du diese Vorzeichen wahrnimmst, dann zieh dich mal aus der Situation raus, dann geh da mal weg, dann geh mal nach draußen. Oder wenn es draußen 30 Grad ist, geh mal in einen kühlen, ruhigen Raum. Ja, also hier nach draußen zu gehen, da ist Sonne hell und warm. Das ist scheiße. Aber außer es ist nachts, da ist kalt und 15 Grad und hinten sogar Ruhe. Das ist cool. Oder auf dem Kongress, da haben wir in der Regel so 10 Grad. Das ist auch geil. Ja, kommen wir zum Meltdown. Der Meltdown, ja, alles und jeder wird angeschrien. Man ist aggressiv in der Regel zu sich selbst. Man hat keine oder kaum Kontrolle über sein Verhalten. In der Regel aber wirklich, gerade wenn es auch gegen andere Personen geht, ja, also andere in Mitleidenschaft gezogen wird, das ist keine Absicht. Das passiert nicht, weil man jemanden wehtun will oder so. Das tut einem auch furchtbar leid. Das kann man vielleicht auch gar nicht äußern oder so. Aber das passiert nicht. Das passiert, weil man das Gehirn, also das ist von der Web von kanna480wordpress.com, dieses Zitat, sagt das so immer, mein Gehirn macht Unsinn mit meinem Körper. Das ist mit Absicht so geschrieben, weil das ist ein frühkindlicher Autist, der dieses Blog beschreibt, und das ist ein Originalzitat. Und ich finde das immer sehr schön. Hilfe, in der Nähe sein, abwarten. Und wenn Leute kommen und gucken, wegschicken. Ihr wisst das nicht. Manchmal kriegen wir gar nichts mit, manchmal kriegen wir das aber mit. Wir kriegen die Kommentare mit. Wir nehmen das alles wahr. Wir sagen das vielleicht niemandem. Aber so ein Meltdown ist nie schön. Ich stand da draußen und dachte, so ein Fuck, was mache ich jetzt? Mache ich diesen Vortrag jetzt hier oder mache ich ihn nicht? Ich habe mich gesagt, ja, ich mache das jetzt, weil hier sitzen ganz viele Leute, die wollen diesen Vortrag hören. Das ist jetzt wichtig, ich will das jetzt auch durchziehen, ich will das jetzt auch geschafft haben, weil das macht mir auch Spaß. Ich weiß, dass wenn ich hier in einem Vortrag bin, dann konzentriere ich mich jetzt auch darauf, dann bin ich in einem Flow drin. Das kriege ich locker. Ich war dann kurz auf Toilette, habe mich frisch gemacht, kam dann wieder und meinte auf in den Kampf. Und das meinte ich durchaus ernsthaft, weil ich kämpfe jetzt hier diesen Vortrag durch, und danach freue ich mich, dass ich das geschafft habe. Und ich schaffe das auch. Shutdown. Ja, da kann ich immer nicht so viel zu sagen, weil ich gehe da nicht rein, ich habe das nicht. Das ist auch immer so Autisten sagen so, ja, ich habe keinen Meltdown, ich habe auch keinen Shutdown, ich kenne das nicht. Overload-Situationen habe ich auch fast nie. Kann ich denn Autist sein? Ja, natürlich. Selbstverständlich kannst du denn Autist sein. Es ist nicht eine Bedingung. Guckt in die ICD-11-Kriterien rein, guckt in die ICD-10-Kriterien rein. Es gibt überhaupt kein Muss-Kriterium, kein einziges. Deswegen ist die Diagnose so schwierig. Deswegen gibt es so viele Fehldiagnosen, weil manche Ärzte glauben, es gibt dafür irgendwelche, so, ja, also der schönste Spruch, den mir mal eine behandelnde Psychiaterin gegeben hat, war, sie sind kein Autist, die sehen alle anders aus. Der zweitschönste Spruch war mal, da war ich schon bei einer Expertin in der Diagnose, und dann wurde ich aufgenommen in eine Psychiatrie.
Die Leute, die hier meinen, mit einer Diagnose reinzukommen, gehen in der Regel mit einer anderen. Wahrscheinlich war es ja ein erster Patient, auf dem das nicht zutraf. Ich weiß es nicht. Ich habe mit dem Arzt danach nie wieder reden wollen. Aber es hat auch noch andere Gründe, weil ich war länger in dieser Psychiatrie und hatte nicht so viele positive Erfahrungen mit dem Arzt. Egal. Kommen wir zum Shutdown. Ja, völliger Rückzug, abschalten, flüchten an einem sicheren Ort. Man ist gar nicht mehr ansprechbar. Ihr merkt, jetzt schwimme ich total, weil ich nicht mehr von mir selber reden kann. Man sitzt lethargisch da. Was macht man mit diesen Personen in der Regel? Auch einfach daneben sitzen, abwarten, bis diese Person wieder was sagen kann und sagen, da wahrscheinlich eher im Schriftlichen. Es gibt Apps, wo man hin und her schreiben kann auf einem Handy. Oder wenn man mit der Person Kommunikation über irgendwelche Dienste hat, sei es Telegram, sei es WhatsApp, sei es Facebook, sei es Twitter DM, sei es Mastodon DM, kein Problem. Was nicht geht, irgendwas public machen, um Gottes Willen, es geht nicht. Und ja, kommen wir zu was Coolem. Stimming, ich mag Stimming. Stimming ist toll. Hin und her schaukeln ist cool. Auf Gegenständen rumstäuben ist cool. Geräusche wiederholen, das ist so Akustik-Stimming. Ist total geil. Ja, manche Sachen muss auch nicht jeder verstehen. Flackernde Lichter anstarren, also ich würde davon wahnsinnig werden. Aber ich habe auch mal gehört, dass es Autisten gibt, denen hilft das, aus einem Meltdown zu kommen, wenn man mit einer Feder über die Stirn fährt. Ich glaube, alle anderen, also das habe ich gehört, dass es solche Autisten gibt. Ich glaube, die meisten Autisten bringt man damit in den Meltdown, ja, den holt man damit raus. Passiert. Ja, mit den Händen wedeln ist total toll. An Dingen riechen ist total toll. Eine Decke fest um sich wickeln ist cool. Es gibt, ist relativ teuer, kann man aber auch selber machen, Gewichtsdecken. Die sind relativ schwer, haben einen ähnlichen Effekt wie Kuscheln, ist total geil. Wenn ihr Leute habt, wo ihr wisst, wie schwer die ungefähr sind und dass ihr wisst, dass die euch aushalten können nach dem Kongress, war es ganz oft so, oder auch wenn es mir nicht so gut geht, sage ich zu meiner Freundin, leg dich mal auf mich. Leg dich einfach mal mit deinem ganzen Gewicht auf meinem Körper, weil das fokussiert, du spürst deinem Körper, weil dein Körper weiß gerade nicht, wo seine Grenzen sind und. Das ist schwierig. Und es gibt auch Stimmings, die jetzt vielleicht nicht so cool sind, wie den Kopf an die Wand schlagen. Aber ja, das ist auch ein Stim. Und wenn du den gerade brauchst, dann ist das okay. Weil dann ist das halt so. Und im Meltdown nutzen wir auch Stims. Und ich kenne ganz viele Autisten, die im Meltdown den Kopf gegen die Wand schlagen. Und warum machen die das? Weil das Stimming ist. Weil ihnen das hilft in dem Moment. Das ist so. Ja, wir können das jetzt doof finden, aber solange der Kopf danach nicht blutet und so eine Kopfhaut hier hinten, das ist relativ gut. Und da ist direkt das Gehirn hinter, was eh gerade komplett schief geht im Melt. Und da ist es total cool, das Gehirn wieder in Baden zu bringen. Ja, und das ist dann halt so. Ja, kann man scheiße finden, ist aber so. Komm, da ist der Knopf. Ja, von Neuroqueer, auch ein sehr toller Blog, ein schönes Zitat. Schon ein schwingender Stuhl in einem Wartezimmer kann für manche von uns aus einer angsterfüllten Situation, ich glaube, Wartezimmer mögen alle nicht, eine euphorische Stim-Party machen. Ich kann euch sagen, warum ich Wartezimmer am schlimmsten finde. Weil irgendwann kommt am anderen Ende des Ganges, der Arzt und sagt, Herr Schümann, bitte. Jetzt ist es so, in der Regel habe ich Noise-Canceling-Kopfhörer auf. Die sorgen dafür, dass ich das ganze Wartezimmer nicht höre. Aber das Herr Schümann, bitte, höre ich definitiv denn noch viel weniger. Weil ich höre ja schon das Wartezimmer nicht. Kommen wir zum Stimming. Hier liegen so ganz viele tolle Dinge rum. Ich weiß nicht, muss die Kamera mal gucken. Kann ich auch gleich alles mal ins Publikum geben? Ich hoffe, ich krieg's zurück, aber ich denke mal schon. Also nicht alles, aber fast alles. Manches ist, das ist der Magic Wing. Kann man mal gucken. Einfach durchgehen. Genau. Das hier ist ein Fidget Spinner. Da gibt's ganz viele aus Plastik.
die aus Plastik sind ganz cool. Das ist einer aus Metall, der dreht viel, viel geiler. genau, dann haben wir noch ein paar Dinge, die ich jetzt nicht rumgehe. Ein Bose QC35, ein Noise-Canceling-Kopfhörer. Der ist sehr teuer mit 300 Euro. Ich habe es jetzt leider nicht geschafft, den mal auszuprobieren. Es gibt von Todtronics auch einen Noise-Canceling-Kopfhörer, der kostet nur so um die 50 Euro. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, weil der im Moment halt... Ich möchte nicht sehen, dass dieses Telefon blinkt. Das ist mir gerade egal. und jetzt denke ich die ganze Zeit, wer hat da gerade an... Egal. Kannst du mal gucken, ob irgendwer angerufen hat? Juna? Danke. Nee, es könnte wichtig sein, weil ich auch C3 Audi bin. Ja, das ist auch schön. Das ist so ein Treppenläufer, nennt sich das. Und ja, damit kann man auch schöne Dinge machen. Den hat mir meine Freundin mal irgendwann zum Geburtstag geschenkt. Es gibt aber manchmal auch Stimtoys, die sehen gar nicht so aus wie ein Stimtoy. Das hier. Das ist so geil. Das ist vom Easter Hack. So ein Multitool. Und das Schöne ist, es hat so viele geile Ecken. Oder bei mir in der Schule, damals wusste ich noch nicht, dass das Stimming ist. Ich habe eigentlich in der Schule immer entweder mit einer Schere oder mit einem spitzen Geodreieck rumgespielt. Wusste damals nicht warum. Genau, dann gibt es Oropax. Da gibt es welche aus Silikon und dann gibt es welche aus, ich wollte jetzt sagen Watte, aber das stimmt nicht, aus Wachs. Da ist so Watte drum, die macht man ab und dann hat man Wachs, das knetet man, dann wird das warm und dann kann man das ins Ohr machen und das passt sich komplett ans Ohr an. Das ist ja angenehm, also wesentlich angenehmer als diese anderen Dingern, die mag ich zum Beispiel gar nicht. Und was es auch noch gibt, ich komme damit zum Beispiel aber leider auch nicht klar. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich das... Nee. Ja, zu Dyspraxie könnte man auch mal eine Folie in so einem Vortrag einmachen, sage ich gleich was zu. Das sind... So, die gebe ich auch nicht rum, die sind speziell angepasst, kann man anpassen, gibt es auch, kann ich auch auf Anfrage mal einen Link rumschicken, wohl aus Polen relativ günstig. Die sind relativ teuer gewesen, aber leider für mich nicht benutzbar, weil ich dadurch die Ohren sich bei mir innen drinne so verheddern. Das sind Hochfrequenzfilter, die sind total cool, weil damit passiert das, was NTs normalerweise so können. Da wird denn die hohen Frequenzen einfach ausgeblendet. Und man kann trotzdem noch mit den Leuten reden. Bei mir ist es so, dass ich dann allerdings im Ohr einen Druck habe dadurch und dann funktioniert es nicht mehr richtig. Ja, zur Dyspraxie. Dyspraxie ist sowas ähnliches. Man kennt die Lese-Rechtschreibschwäche. Die ist quasi bekannt und überall Standard. Und in Deutschland ist mittlerweile festgestellt worden, ja, Dyskalkulie gibt es auch, das kennt man. Das ist so das gleiche wie LRS, nur mit Mathe. Ja, und dann gibt es noch Dyspraxie, das ist das gleiche wie LRS und Dyspraxie nur mit Händen. Also Dyspraxie ist bei Autismus relativ häufig, das heißt die Hand-Auto-Koordination, das ist alles schwierig, ist eine eigenständige Diagnose in Frankreich, deutlich, deutlich besser erforscht. Es gibt auch eine Arto-Doku dazu, wer da Fragen hat, kann ich gerne... auch noch verlinken, kann ich gerne mal dann zuschicken, einfach auf A-Wahrnehmung auf Twitter anfragen oder halt per Mail. Mail gibt es im Blog, den Blog gibt es ganz zum Schluss. Ja, Emotionen. Also es gibt so Autisten, die stehen im Vortrag und reden so sehr monoton dahin, so ähnlich wie Nico Semsrott, aber der macht da ganz viele Emotionen drin. Und der ist einfach, nee, das war ein schlechter Vergleich. Ich weiß es nicht. Ach, Körper, Gehirnchen. Was denn? Händchen, sei ruhig. Wieso? Weil du ruhig sein sollst. Du hast jetzt nichts zu sagen. Na gut.
Ja, Händchen will hier reden. Zu viele Emotionen. Die müssen auch ständig sortiert werden. Die werden auch ständig sortiert. Auch wieder bestes Beispiel aus Ellas Blog. Frühkindlicher Autist ist irgendwie unterwegs. Die machen ganz viel und nach 3 Tagen spricht der über, mit der Mutter über Gebärden mit einem Event von vor 3 Tagen. Weil so lange hat das in seinem Kopf gebraucht, bis die Emotionen verarbeitet sind und er sie ausdrücken konnte. Und dadurch, dass bei ganz vielen Autisten die Sprache schwierig ist, wir müssen ganz viel Übersetzungsarbeit leisten. Ja, wir haben ganz oft den Fall, dass andere Leute uns nicht verstehen, die sehen nicht, wie es uns geht, die fragen nicht nach. Es ist immer so, wenn ich Leute auf dem Spektrum treffe, die sagen, wie geht's dir? Ich so, ich muss dir nicht vormachen, du siehst, dass es mir scheiße geht. Und sie so, ja. Und das passiert mir immer. Wenn ich irgendwen treffe, wo ich weiß, wo wir beide wissen, dass wir im Spektrum sind, und da ist egal, ob ADHS, ADS, Autismus, das sehen wir. Wir gucken uns an und ich kenne wirklich 3, 4, 5 Leute, wo ich auch weiß, die brauche ich nicht anlegen. Da komme ich offen rein, war auch mal so eine Situation, Musiktherapie, ich komme in den Rahmen und so, dir geht's heute scheiße, oder? Und ich so, ja. Und das war die einzige Person an dem Tag, die mich darauf angesprochen hatte. Und ihr könnt euch sicher sein, es war auch die einzige Person, die es gesehen hat. Und diese Emotionen, wir geben die halt auf einer Sachebene wieder. Wir geben die anders wieder. Also bei mir ist es zum Beispiel so, je schlechter gelaunt ich bin, desto sarkastischer werde ich. Also wenn es mir richtig, richtig scheiße ging in der Schule, dann kam ich in den Raum rein und habe mit überschwängender Inbrust gesagt, einen wunderschönen guten Morgen. Genauso war das auch gemeint. Ich hoffe, man hat den Sarkasmus gehört. Kennzeichen daran. Genau, und daher kommt er halt von außen oft der Eindruck, dass der emotionslos ist. Gerade wenn man Autisten hat, die jetzt nicht so wie ich in Sprache denken, sondern in anderen Sphären, also in Bildern, in Zahlen oder so, wo dann halt auch noch die halt selber dann halt eine Übersetzungsleistung machen, sich nicht ganz so gut ausdrücken können, da kommt halt oft der Eindruck, über dass die sehr emotionslos sind, was aber überhaupt nicht der Fall ist. Und ja, ich rede halt, weil ich irgendwie in Worten denke. Das ist furchtbar. Nee, ist es nicht. Ja, Autismus als Stärke. Ich mag die Folie, deswegen steht es ja am Ende, weil, hey, wir machen keinen Smalltalk. Wir kommen gleich zur Sache. Wir kommunizieren auf einer Sachebene und das teilweise mit sehr viel Emotionen. Wir haben eine Faszination am wortbasierten Humor. Also so Sprachwitze untereinander. Ich glaube, da können alle Autisten so ein Lied von singen. So. Es ist halt, ja, es ist halt so. Starke Fokussierung auf Details. Wir nehmen immer alles wahr. Ich kam auf diese Reizfilterschwäche. Ne? Ich sehe den roten Punkt da. Ich sehe das Ding da. Wenn ich mir so eine Webseite im Frontend angucke, sehe ich natürlich auch sofort die Fehler. So. Das war mal so, ich hatte mich mal bei einer Firma beworben. Ein Buchverlag. Und die haben mir Quellcode gegeben. Ich habe mir den angeguckt und meinte, da ist ein Fehler. Die hatten mir noch nicht mal gesagt, was ich machen soll. Und der Quellcode sollte auch keinen Fehler haben. Die wollten eigentlich wissen, was der Quellcode macht. Die wollten nicht wissen, dass da ein Fehler drin ist. Ich habe den aber gesehen und das sofort gesagt, ohne dass ich gefragt habe. Und was auch ganz oft ist, wir haben dadurch, dass wir ja diese Reizüberflutung haben, ist es halt so, dass wenn wir in günstigen Umgebungen sind, also ein ruhiger Raum, wo Leute ruhig miteinander reden, haben wir natürlich auf einmal ein Gehirn, was auf einmal Rechenpower hat. Weil wenn wir da draußen in dieser scheiß Umwelt sind, mit diesen normalen Menschen, dann müssen wir ja ganz viel arbeiten, weil da sind laute Menschen und die stinken und riechen, bla, und ihr kennt das. Und wenn wir jetzt aber in einem Raum sind und coole Dinge haben, dann haben wir auf einmal ein Gehirn mit ganz viel Rechenleistung und wir denken natürlich mit und kommen immer auf sehr originelle Problemlösungen. Genau. Ja, und damit bin ich tatsächlich bei den Quellen angelangt.
Das ist tatsächlich genauso, wie ich es wollte. Ja, das sind die Quellen. So ein bisschen Idiolilacurious. Ich stelle die PDF-Folien dann nachher wieder ins Netz und dann werden sicherlich irgendwelche Autisten kommen und mir sagen, dass da 3 Rechtschreibfehler drin sind. Sag das mir ruhig, dann sind die das nächste Mal nicht drin, ne? Der Witz war, letztes Mal wurde mir gesagt, dass ein Rechtschreibfehler drin ist, dann habe ich den Vortrag aufgemacht und selber 5 gefunden. Also, wer will, der Vortrag vom Easter Hack ist ja noch online, der kann da mal gucken, da war nicht nur einer drin, ne? Einen kenne ich schon. Den habe ich aber selber, glaube ich, gar nicht gefunden, kann sein, dass der da immer noch drin ist, weil ich habe nicht nochmal nachgeguckt, wo der war. Ja, Ella's Blog hatte ich schon öfter erwähnt. Innerwelt-WordPress.com, das ist... Genau, da geht es um Overload, Meltdown, Shutdown. Das ist die schönste differenzierte Beschreibung zu diesen 3 Themen. Immer wenn ich irgendwie sowas verlinken will, nehme ich eigentlich den. Kanna 84.0, da kam ja auch der Link her, das Zitat her und Neuroqueer zu Stimming und die Blogs sind allgemein alle sehr lesenswert. Ich sagte ja, was mein Blog, nee, mein Podcast, autistische-wahrnehmung.de. Relativ einfach. Da kommt demnächst auch schon eine neue Folge und ich weiß auch jetzt endlich ein Thema. Es geht ums Kuscheln. Ja, muss auch mal sein. Hatten wir noch nicht. Ja, man muss sich ja immer mal wieder Themen ausdenken und manchmal kommen die auf einen zugeflogen. Ich finde das toll. Ja. Und jetzt, habt ihr die einmalige Gelegenheit, einen Autisten mit Fragen zu bombardieren. Und ich hoffe, dass ich 15 Minuten lang auf eure Fragen antworten darf. Also fangt an. Ich würde sagen, mal einen ganz, ganz großen Applaus. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn ihr eine Frage habt, einfach mit der Hand, ja. Ich komme zu euch, wenn ich zu schnell oder zu langsam bin oder störe, dann sagt es. Hallo, danke für deinen Vortrag, war ziemlich cool. Eine Frage, also mehrere Fragen. Die erste wäre, das klang von der Beschreibung jetzt ziemlich relativ psychedelisch. Also mit der Reizüberflutung und starker Emotion und sowas, geht es in die richtige Richtung? Nicht, dass du jetzt Fraktale siehst oder sowas die ganze Zeit, aber ist es anders oder... Ich nehme keine bewusstseinsverändernden Drogen. Ich kann jetzt mit dem Ausdruck psychedelisch nichts anfangen. Ich glaube, das ist es auch gar nicht, weil diese Reizfilterschwäche, die wir haben, das ist nichts, was du mit Drogen haben willst. Also ich sage immer so, ich glaube, darauf spielst du auch so ein bisschen an. Ich sage immer so, wenn ein Neurotyp ein Gehirn von einem Autisten, wenn es gehen würde, Gehirne auszutauschen und ein Neurotyp würde ein Gehirn von einem Autisten bekommen, dann würde der, ich glaube, nach 3 Stunden erstens schreiend im Kreis laufen und zweitens es auch sofort zurückgeben, weil das Problem ist, wir Autisten kommen nur deshalb in der Welt damit überhaupt zurecht, weil unser Gehirn anders funktioniert und unser Gehirn von Anfang an gelernt hat. Und deswegen auch anders verdrahtet ist, mit dieser Reizüberflutung umzugehen. Das können neurotypische Gehirne, vermute ich, ich weiß es nicht, ich bin auch kein Forscher auf dem Gebiet, nicht. Das ist jetzt, ich weiß nicht, eine Nachfrage dazu? Nö, das war schon klar. Also Kommentar noch, niemand will auch immer psychedelisch unterwegs sein. Also die meisten schreien auch nach 3 Stunden rum, wenn sie auf Acid sind. So. Also. Ja, aber die nehmen es ja trotzdem freiwillig. Ja, vorher, danach ist ja. Nicht mehr so freiwillig. Aber gut, nächste Frage. Zweite Frage wäre, kannst du irgendwelche, wie man das von außen erkennt und vor allem abgrenzen von Klischeebildern? Also das Einzige, was ich zum Beispiel, Anführungszeichen, weiß, ist, dass Autisten introvertiert sind sehr, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt so stimmt und ob wieder die Abgrenzung ist und wie man das von außen erkennt und ja. Es gibt introvertierte Autisten und hier vorne sitzen extrovertierte. Schönen guten Tag. Warte, achso, und da war noch was, Klischeebilder zu Autismus, könnte ich auch irgendwann mal einen Vortrag drüber halten, da gibt es viele und die stimmen alle nicht. Ich glaube mit den Kuscheln, das war auch so ein Punkt, so ja, nee, Autisten mögen keine Berührung, aber kuscheln.
Hi, danke für den Vortrag. Du hast vorhin diese Hochfrequenzfilter erwähnt. Kannst du da, weiß nicht, Hersteller erwähnen oder so oder irgendwas, was empfehlenswert sein könnte? Leider nein. Der hier ist von Drewe. Ich hatte ja selber gesagt, ich hatte den mir damals über die Arbeitsagentur machen lassen und dem lange auch in dem Job getragen, den ich damals hatte, und den habe ich dann aber gekündigt. Und seitdem kann ich die Dinger nicht tragen. Jetzt ist es immer eine Frage, liegt das daran, dass mein Gehirn macht, oh, ich bin auf Arbeit, oder liegt das daran, dass es nicht geht? Also, oder ist es auch einfach, weil das Silikon hier viel zu hart ist? Das ist meine Beobachtung. Ich weiß, dass ein anderer Autist mir mal einen Link geschickt hatte zu jemandem in Polen, der sowas baut. Habe ich aber noch selber nicht ausprobiert bisher, weil ich habe mir jetzt halt diesen Bose QC35 gekauft und damit komme ich sehr gut klar. Den kann man ja auch so einstellen, dass er einfach nur filtert und auch dann hört man teilweise Sachen. Also ja, ich habe da jetzt tatsächlich keine positiven Erfahrungen, tut mir leid. Aber das ist auch, jeder Autist ist individuell, kann sein, dass wenn du dir die machst, dass du halt nicht das Problem hast, dass du die taktile, bei mir liegt es daran, ich kann die deshalb nicht tragen, weil wenn ich sie trage, ist es so, dass ich sie erstens zu selten trage und zweitens ist es so, dass die taktile Überreizung in den Ohren für mich schlimmer ist als die Geräuschüberlastung, die ich damit verhindere. Also das Problem ist, dass ich wenn ich die Dinger reinnehme, bin ich eh in einem Zustand, weil ich sie sehr selten nutze, dass ich halt eh überreizt bin. Und dann schaffe ich mir einen Reiz in die Ohren, die das Gleichgewichtsorgan sind, die das kaputt... Es ist doof. Ich hoffe, dass... ja. Nächste Frage. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Und die Frage... Kannst du den Begriff Stimming noch mal ein bisschen genauer beschreiben, was es für dich tut? Weil du hast Beispiele gegeben, und was macht das für dich in dem Moment? Es holt mich halt runter. Also zum Beispiel, wo ist der Fidget Spinner? Ich hätte den mal gerne. Dann kann ich das daran vorführen. Dankeschön. Ja, es sind meine Stimpers und ich war gerade. Das ist halt so, wenn ich das mache, ich hatte mich mal mit einer Lehrerin drüber unterhalten und die meinte, wenn ich jetzt so einem Autisten oder einem ADHSler einen Fidget Spinner gebe im Unterricht, dann ist der ja abgelenkt, weil der macht ja noch was. Nee, ist er nicht, weil er macht ja noch was. Das ist erstmal kontraintuitiv, aber es ist trotzdem so, weil das Ding ist, wir sprachen schon darüber, in der Regel zu viele Reize oder so. Obwohl der Vortrag, glaube ich, genau andersrum hieß. Egal. Es ist mehr und das ist, glaube ich, rübergekommen. Aber das ist halt so, wir werden dadurch abgelenkt. Es ist ja auch so, du merkst es im Moment nicht, weil ich gucke so ungefähr in deine Richtung, aber wenn ich jetzt mit jemandem zu zweit in einem Raum sitze, ich gucke den nicht an, das geht so weit, dass ich in einer relativ kleinen Küche mit jemandem sitze, der gerade angefangen hat abzuwaschen, sich denn was zu essen nimmt und deswegen aufhört abzuwaschen und ich im Gespräch mit ihm bin und einfach nur kurz sehe, er wäscht nicht mehr ab und Paul, warum wäschst du nicht mehr ab? Und er so, weil ich esse. Ich so, okay. Und dann meine Freundin kommt und mit mir diskutieren will, warum ich ihm das jetzt gefragt habe und ich sage, ja, weil ich es nicht gesehen habe und meine Freundin so, ja, aber ihr saß doch 10 Meter, ihr saß 5 Meter nebeneinander, das musst du doch sehen. Ich so, ich habe ihn nicht angeguckt. Sie so, das sieht man doch. Nein, ich habe woanders hingeguckt. So. Ja, da ist halt irgendwie, da sind halt unten ist halt ein Schrank mit so einem alten Aufkleber, da gucke ich immer ganz gerne hin. Und auf der anderen Seite steht der Müll, da gucke ich auch gerne hin. Ja, das sind halt so, also in vielen Räumen habe ich halt einfach Fokuspunkte. Gerade in Räumen, wo ich häufig bin, gucke ich halt auf gewisse Punkte im Raum, weil ich, wenn ich mit Leuten rede, ich halt auf die Stimme achte, weil ich nur die Stimme wahrnehme. Ich kann zum Beispiel Gesichter null lesen, gar nicht. Ich höre die Stimme, aber ich kann zum Beispiel wiederum, das können auch viele Autisten nicht, ich kann zum Beispiel aus der Stimme auch Klang rauslesen. Ich höre meistens, nicht immer, das ist aber, glaube ich, bei allen so, relativ gut,
wie meint er das jetzt gerade? Ist das sarkastisch? Ist das ironisch? Was für ein Unterton? Da komme ich sehr gut hin. Also ich sage immer so, wenn du mit mir übers Internet vermündlich kommunizierst oder telefonisch, dann bin ich dir meilenweit überlegen, weil du siehst mich nicht und ich dich auch nicht und ich brauche das nicht und du schon. Wir haben eine Frage von einer Person, die gerade nicht reden kann. Wenn es keine Muss-Kriterien für eine Diagnose gibt, ich finde das super. Ich finde das super, dass es sich... Nee, ganz kurz dazu. Ja. Das ist völlig in Ordnung, weil das ist ja auch in Ordnung, Kommunikation. Ja, absolut. Die Frage war, wenn es keine Muss-Kriterien gibt für eine Diagnose, wie wird dann die Diagnose gestellt oder erstellt? Es gibt mehrere Diagnosen und jetzt endlich ist es so, es gibt einen ganzen Punktekatalog, sowohl im ICD-10 als auch im ICD-11 und der muss halt... Und von diesem Punktekatalog müssen halt so und so viele Punkte zutreffen, damit man halt in diesem Spektrum, was ich vorhin hatte, weit genug auf dieser Autismusseite ist. Weil jetzt endlich ist es so, was man ganz oft hat, wenn man mit irgendwelchen Neurotypen kommt und diese Frage kommt so oft und ich hasse sie. Ja, das habe ich auch. Nein, hast du nicht. Ich habe das 3 oder 5 oder 10 Mal so schlimm. Halt die Klappe. Sage ich so nicht, aber ich denke das meistens. Endlich kann ich es mal sagen. Es ist halt... Und dann ist es so, die Diagnostik ist relativ unterschiedlich. Bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich 2 oder 3 Vortests gemacht habe. Dann gab es ein Gespräch mit mir, dann gab es ein Gespräch mit meinem Papa, wo ich so dachte, eigentlich kennst du dich mit Autismus nicht aus. Ja, mein Papa kannte sich überhaupt nicht mit Autismus aus und ich kannte mich halt komplett aus und ich so, du betest gerade die Diagnosekriterien runter. Schön. Es ist so, er wusste halt nicht, was er gerade sagt, aber ja, und dadurch war es zum Beispiel bei mir so, deswegen kann ich zu richtigen Diagnostikverfahren nicht sagen, es ist so, man kann prinzipiell tatsächlich die Diagnose, wenn man sich sehr sicher ist, auch komplett ohne Diagnoseverfahren geben, weil jetzt endlich diese Diagnoseverfahren, da kommen Cut-Offs raus und jetzt endlich ist es aber so, dass die Ärztin an diesem Cut-Off nicht wirklich gebunden ist, das wissen aber die wenigsten. Das wird auch nicht öffentlich gesagt, aus Gründen wahrscheinlich, aber jetzt endlich ist es so, dass es immer eine Einschätzung des Arztes. Ja, dadurch haben die auch viel Macht, deswegen bin ich auch der Meinung und praktiziere das auch bei C3 Audi zum Beispiel so, dass für mich auch validierende Diagnosen durch andere Autisten, weil das sind Selbstdiagnosen in der Regel, für mich völlig valide sind. Ja, so viel zu Diagnostik. Wie gesagt, ja, ist auch was ich unbedingt mal in Podcast-Form gießen muss und wo ich mich mehr unterhalten muss. Nächste Frage. Okay. Also bei mir wurde auch Autismus festgestellt und ich wollte einfach nur 2 Sachen zeigen. Das eine ist, dass die Nähte an der Wäsche stören, dass man das merkt, man spürt die ganze Zeit am ganzen Körper, wo diese Nähte sind, zum Beispiel. Also das ist bei mir der Fall. Das andere ist, wenn man Zahlen bekommt, dass man sofort merkt, dass das ein Palindrom ist oder dass man diese Zahl in Vektoren zerlegen kann und auch auch Relationen dazwischen herstellen kann und andere merken das gar nicht, haben überhaupt keine Ahnung davon. Also das ist jetzt auch zum Thema Diagnostik, das ist auch so eine von vielen, ganz, ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Ja, da fällt mir gerade auf, habe ich beides nicht, ne? Und ich sitze hier trotzdem vorne und bin Autist. Das Ding ist, wenn ihr einen Autisten kennt, dann könnt ihr genau einen Autisten und jeder Autist, wirklich jeder, ist komplett anders. Und es gibt Autisten, die ich kenne, wo ich sagen kann, das wird dir nie ein Arzt bescheinigen und du bist es trotzdem. So, es gibt so 1-2 Fälle, wo ich kenne, so, außer der Arzt ist sehr, sehr gut und ja, guck mal, wie diese Person so schläft, dann wird es feststellen. Aber, egal. Ja, das liegt daran, dass ich vorhin im Meltdown war. Normalerweise kommt immer so der Einleitungssatz bei mir bei jedem Vortrag und deswegen schiebe ich den jetzt noch hinterher. Danke dafür. Jeder Autist ist anders und
Ja, manche Autisten können das mit Mathe. Ich war immer schlecht im Kopfrechnen. Ich brauchte immer einen Taschenrechner. Nächste Frage. Na, danke schön. Das war nämlich ein wunderbares Schlusswort. Ah. Wir sind nämlich am Ende der Zeit. Leider. ich würde sagen, noch einmal einen ganz, ganz großen Applaus und vielen, vielen herzlichen Dank. Genau. Thank you.